Penis. 3, 2, 1, go. Okay. Auf jeden Fall ein weiteres Hallo zur jetzt vierten Folge von The Evil Within. Jetzt bin ich wieder dran. Ja. Wie ihr bei der dritten Folge schon seht, ich war so ein bisschen erschöpfter. Ja, ich bin zu nah am Mikro. ja, wir sind, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, jetzt vor so einem großen Tor. Jason und Ike haben gut vorgelegt. Und was wir haben einen ordentlichen Tritt kassiert von den heftigsten Ghetto-Zombies. Ja, Mann. Genau, also die Blood and Boners oder wie die heißen aus L.A. Blood and Boners. Ey, ohne Scheiß, ich war vorhin auf dem Klo. Der Übergang, ich war vorhin auf dem Klo. Und da hast du ja diese Zeitschrift liegen gehabt. Ja. Von PS3 oder sonst was. Und da war halt Blood Brothers oder sonst was. Was da? Bloodborne. Und das erste, was ich lese, ist Blood Boner. So, oh. Egal, genug von den Klo-Zeitschriften. Auszüge aus dem Leben des Benedikt Wolfs. Jetzt wissen sie sogar deinen Nachnamen alle. Danke, Bonus. Danke, Jason. Egal, wir haben nichts zu verheimlichen. Du hast nur einen Schuss für die Schrotflinte. Gut, wie wechsle ich Waffen? Nach oben oder unten drücken, auf dem Pad. Ja, nimm mal den, der ist gut. So, ich wurde übrigens die letzte Folge übelst gemobbt, weil ich zweimal daneben geschossen habe. Nicht von mir? Nicht von dir, genau, da darf ich dich mobben. Ja, du darfst mich dann später. Dich darf ich später mobben, ja. Okay. Folge 6 gehört mir. Folge 5 gehört mir. Genau, Folge 6 ist dann wieder. Ja. Oh, grünes Ziel. Musst du erstmal Zombies ausweiten. So, womit ziel ich? L2. Und R2 schießt du dann, aber wie gesagt, Munition sehr sparsam benutzen. Ich will die Pumpgun. Ja, du hast nur einen Schuss für die Pumpgun. Gut, ich will die Panzerfaust. Nein, die gehört mir die Panzerfaust. Die Panzerfaust nehmen wir, wenn überhaupt, nur gegen Endgegner. Es gibt Endgegner, ja, klar. Die NPCs sind doch so schon scheiße drauf. Für diese kleinen scheiß MCP. Gegenübelkeiten MCP. Oh, ich wollte mal gucken, ob ich die Kameradings treffe, Linse. Das wäre cool gekommen. Kameradings, Linse? Komm, einfach so passt. Kameralinse. Komm. Ihr merkt, das Spiel ist extrem spannend im Moment. So, also, ja, jetzt warte mal. Warte jetzt. Und nein! Grünes Gel, Digga. Was macht es? Grünes Gel, 400er. Ist grün und weich. Leuchtet grün, so. Mach mal die Lampe an. Womit mach ich die an? L3. L3? Ja. Wo ist der dritte? Der Stick runterdrücken. Ach so. Das ist L3. Scheiß Computer, nerdy. Nerdy. Let's get right and nerdy. Let's oh get mein Gott. Was denn? Oh mein Gott, hohes Gras! Guck doch mal nach vorne. Wir greifen locker gleich Pokémon an. Du rennst da in die übelste Zombie-Borde rein, weil du nach unten guckst die ganze Zeit. Ach du Scheiße, Tatsache, das sind einige. Sag doch mal hallo, komm. Eingeborene! Muss man sich vorstellen, dann baller ich sie weg. Aber ich glaube, das Ziel spielt es nicht, hier alles über den Haufen zu schießen, oder? Genau. 4 Schuss und 10 Zombies. Manchmal ist auch Flucht die Option, wenn man es schafft. Dann soll ich da einfach durchrennen, ja? Ich wollte sagen, du versuchst das erstmal zu umgehen, ja. Ja, schleichen? Wie wär's mit schleichen? Und dann kannst du vielleicht ein paar von hinten wegschmetzeln. Von hinten klingt schon mal gar nicht so verkehrt. Also, anschleichen! Hohes Gras. Wenn du gleich in eine Bärenfalle tappst oder auf einen Zombie trittst, dann muss er laufen. Auf jeden Fall würde ich nicht zu sehr in den Lichtpegel gehen, der da rechts ist. Kegel. Der Lichtpegel. Lichtpegel. Der Lichtpegel ist viel zu hoch. Lichtkegel. Und dein Pegel ist, glaube ich, auch schon zu hoch. Der Lichtpegel ist viel zu hoch. Lichtpegel. Bei dem Lichtpegel kannst du gar nichts sehen. Bei diesem Alkoholkegel, den ich immer nicht wieder anmachen im Haus. Ammo! Oh, gib dir mal eine Energie. Gib dir mal die Spritze, ja. Und dann nimm die. Komm hier. Komm. R3. R3. Da. Oben. Auf 11 Uhr, ne? Ja, genau die. Dann kannst du die andere mitnehmen. Tatsache, Full Health, dass ich das noch erleben darf. Glaubst du, damit wirst du zurechtkommen? Kartenfragment. Bacon! Yeah. Nee, Beacon. Ja, Lichtkegel-like. Ja. Hab mich schon gefreut. Alter. So, kann ich die Karte irgendwie aufmachen? Gott bestraft deine Sünden sofort. Karma. Kann ich die Karte irgendwie aufmachen, Jungs? Sutra. Nee, geht eigentlich wieder da rein. Geh nach links. Nee, das ist nur so ein Sammelding. Dann kann man die alle sammeln und kriegt irgendwelche Specials. So, Collectible. Sammelding. Sammelding.
Oh, habt ihr das gehört? Ich glaube, einer von denen hat Durchfall. Na, oder schwimmen. Er soll jetzt aber gerade seine Reißverschlusshose auf. Es sind Aqua-Zombies. Sie schwimmen. Meinst du, Zombies können nicht schwimmen? Die meisten Leichen. Also in einem Zombie-Film sind sie mal auf den Grund lang gegangen. Flucht der Karibik oder was? Ja, Flucht der Karibik. Nee. Aber keine Zombies. Meine, ein Zombie-Film. Land of the Dead, glaube ich. Was ist das denn? Ich kann gar nicht mehr geradeaus weiter. Ja, oder ist was? Das vielleicht die Map-Grenze? Ja. Gehst du woanders lang? Ich kann nicht weitergehen. Ja, aber was ist denn das für behindert? Ohne Scheiß, das Spiel ist so hoch gelobt und ich kann hier nicht bis an den Rand gehen. Ja. Wie behindert ist denn das? Ist das die Mauer? Das ist eine Mauer. Hallo. Wo willst du denn hin überhaupt? Ja, was zum Teufel stimmt nicht mit dir? Nimm doch mal die Brücke. Geh doch mal auf den Weg wieder zurück. Hast du nie GTA 1 gespielt? Du kannst nicht schwimmen. Ja. Da oben rennt so ein Licht. War das nicht bei GTA 4 auch so? GTA 4 war San Andreas, oder? Nee, GTA 4 war in New York. Echt? Ja. Okay. Ja, schreib mich doch nicht da so an. Noch, San Andreas war vor dem dritten Teil noch. Da ist den Russen. Nein, San Andreas war nach dem dritten Teil. San Andreas war nach dem dritten Teil. GTA 3 ist richtig alt. Nee, GTA... San Andreas. Alter, du willst doch nicht im Ernst, dass ich jetzt hier geradeaus weitergehe. So, ja, so, vor den Kaugeräuschen würde ich ja aufpassen. Ich würde erstmal gucken, wo ich überhaupt bin, ey. Ich würde ja gar nicht sehen, wo ich bin, so wie du da rumrennst. Ja. Mach doch mal die Minimap auf. Wir müssen jetzt weiter. Guck mal, wir rennen schon 6 Minuten in diesem Garten rum. Der entspannt sich richtig. Castellas. Oder wie heißt der? Castellanos. Castellano. Da snackt er. Da snackt er so. Den kannst du von hinten locker messern. Deswegen wollte ich da unten lang. Ja, aha. Versuch doch mal. Du willst da unten lang gehen, ja? Riech da mal durch, würde nicht mach gehen. Mach das mal, klappt nicht, okay. Geh noch weiter runter, ne? Guck doch mal, bis du wieder gegen die Map-Grenze gehst. Ja, genau jetzt. Und jetzt kannst du ja doch mal versuchen, den wegzumessern. Na, wir können aber da sind 10 Stück, Alter, die kann ich nicht alle weg. Oh, ja, aber den einen, den kannst du wegmessern. Guck doch mal erstmal, was da los ist überhaupt. Ja, die fressen. Ja, du musst mal da weitergehen oben. Bankett. Ja, wenn ich da weitergehe. Guck mal, da hängt einer. Ja, geile Sache. Hört sich ja scheiße an, oder? Guck mal lang. Du bist im Arsch! Renn da allein! Da irgendwie. Wieso rennt er nicht? Ey, der läuft! L1. L1? Ja, L1. Achso, ich hab R2 gedrückt. Das ist Schießen. Boah, fick die Echse, Baum, springen! Spast! Ja, wenn du. Oh, ich kann noch weg! Geh erstmal raus, Mann! Wuhu! Die sehen dich noch. Digitomic Run. Deine Ausdauer geht zu neigen. Wo muss ich denn lang? Das ist ja nur im Kreis hier. Weil das ist jetzt die Tür, oder? Du bist in die Gegend. Wirklich, es gibt so viele Richtungen. Du bist wieder zum Anfang gelaufen, du Idiot, Alter. Ja, aber da gibt's ja keinen Ausweg. Doch, die Brücke. Ja. Welche Brücke? Wie, welche Brücke? Ich hab keine Brücke. Die mehr. Über den Fluss, über den du nicht rüber konntest. Wo denn die? Ja, genau die. Ach, ja, das war doch ein Anfang. Nehmen wir doch die Brücke, bis wir die andere finden, ne? Halte die Schnauze, ihr scheiß Pisser, ey. Geh da mal rüber, kannst du messern. Nichts wie weg von hier. Ja, anstatt zu schleichen, kommst du durch den Busch. Ich bin da, wer noch? Jungs, lass mir was übrig, ich will auch. Mitten sind's fest. Boah, geh doch, bist immer noch da, bist noch hinter dir. Das ist aber ja so, die werden wieder so gekommen. Bam! Hadouken! Junge, Street Fighter. Ja. Ein Boot. Ey, guter Schuss. Ey, Wende, du hast auf. Ja. Das ist ein richtiger. Zombies können nicht schwimmen. Ich brenne. Jetzt nicht mehr. Na, guck der doof, wa? Bitches. Plötzlich desinteressiert. Die denken, du kannst auch nicht schwimmen. Ich bezweifle, dass die nicht schwimmen können. Der Fette macht mich gleich von unten klein. Überlebt. Speicher. Ah, wir haben Kapitel 2 überlebt. Hier? Ja, das erste. Möchte ich das wirklich? Ja. Was ist eine Wahl? Ja, ich bin schon wieder durch. Nee, du hast noch 10 Minuten. Scheiße, nee, halfway done. Ey, du bist nicht gestorben. Alles cool. Du hast dich vielleicht nicht so clever angestellt, aber das hat keiner von uns. Das ist nicht überwältigend. Du kannst die Schwierigkeiten im Optionsmenü jederzeit ändern. Schade ist, weil man schon auf dem leichtesten Level abkackt. Die Klauen der Horde. Jetzt wird's zu World of Warcraft. Tatsache. Wenn du zu wenig Gesundheit hast, kannst du nicht sprinten.
Ja. Tatsache. Ist so. Da kannst du nicht sprinten. Nutze die Umgebung zu deinem Vorteil, wenn du es mit vielen Gegnern zu tun hast. Also die Brücke. Bitte. Du musst auch mal was trinken, Junge. Ja, will ich ja gerade. Dann nimm es selber. Wie war's bei Outlast? Ich bin ja schon froh, dass der Cut aus der ersten Folge weg ist. Von unserer rechten Wade. Der ist ja schnell verschwunden. Ja. Ja. Ey, Crow! Sup! Na, verpiss euch doch. Die Klauen der Horde. Das ist eine Panda-Krähe. Panda-Krähe? Kann man was benutzen? Tatsache, eine Spritze. Gib dir, gönn dir. Gib dir. Komm, gib dir. Adrenalin, zack, rein. Na, was soll's, was soll's. Gib ihm hart, zack. Ja. Genau, so, schon kommen wir nie wieder zusammen. Du hast ja drei Schuss abgegeben, wo hast du denn das gemacht? Aus Versehen, aus Stress. Hast du so einen Stress? Ich bin so sauer, ich meine also, jetzt wir müssen jetzt immer so ein bisschen Stressmunition mit einrechnen. Stressmunition. Stressschuss. Was? Munition, Nachladen auf Viereck. Würde ich empfehlen. Hey, du lädst so schnell nach. Es ist ein Revolver. Zack, rein. Der hat sich schon. Geht keiner mehr? Schleichen. Was mach ich da schon? Wo ist denn der? Das war die Krähe. Das war eine Battle-Krähe. Muss mal weitergehen, sonst wirst du es nie rausfinden. Er geht ja. Er schleicht. Wir schleichen. Schleich mal weiter. Like a ninja. Like a virgin. Da. Crouched for the very first time. Verbrenn den Zombie. Ja? Ja, ja, natürlich! Was für eine Frage! Das streiche ich jetzt noch mit, ja. Aber ich kann ich da jetzt durch? Ah, gut. Kannst du die anderen auch noch verbrennen? Wie, muss ich dachte, die werden schon alle verbrannt. Nein, du hast einen verbrannt. Ein Streichholz, ein Zombie. Genau! Die Eike schon so schön gepetzt hat. Ne, ist der Kopf noch dran, Streichholz drauf. Genau. Überlebensregel Nummer 1. Überlebensregel Nummer 2, Double Tap. Nummer 3, Cardio. Willkommen! Herzlich willkommen! Wir haben Sie schon erwartet. Nein. Nein, nein. Ich denke nicht. Nein. Ich glaube nicht, Tim. Na, Tim? Kennst du das nicht? Hör mal, wer da hämmert? Doch. Na, siehst du hier irgendwo einen Nachbarn, der über den Zaun guckt? Mach doch nicht so einen Lärm! Die Tür ist zu! Scheiße. Scheiße ist noch relativ harmlos ausgedrückt. Ich möchte beim nächsten Mal irgendwie sowas Lockeres zocken, keine Horror-Games mehr. Oh. Ich will das nicht mehr. Ich bin zu stressig. Viel zu langweilig. Ich merke nicht diese Anspannung in mir. Ich bin total erregt. Jetzt tu nicht so. Viel zu langweilig? Mal auf die ganze Zeit gegen die Anspannung erst erregt. Zu robben, ey. Robben. Robben, Eien. Welche Tiere holen keine Europameisterschaft? Robben. So, Jungs, genug flache Witze. Und zwar kein Fußballfilm. Warum kann man die sicherlich mitnehmen? Weil wir schon einen Revolver haben. Na und? Der hat begrenzte Munition. Die guck mal, da hängen auch wieder welche ab. Streichholz drauf! Ja, gleich ein Streichholz drauf. Ab morgen nehme ich immer Streichhölzer mit. Siehste, Streichholz drauf! Werf. Wirf! Imperativ von werfen, ja? Jo, scheißegal. Siehste, seine Augen leuchten. Der ist locker mies drauf. Streichholz drauf. Mach. Der hat's versucht. Gerade nur rechts. Der hat's versucht, ja. Oh, pass auf, wir sind welche in der Nähe. Geh mal in das Haus rein. Genau, nimm die Axt. Ah! Nimm die Axt. Aber ich nicht. Hat er doch. Hat er nicht. Hat er nicht? Ah! Ja, was war? Nimm die Falle doch mit. Fast in die Falle gelaufen. Das ganze scheiß Dorf ist jetzt in der Nähe, ja. Was? Super, Solid Snake, das hast du ja toll hingekriegt.
Schon scheiße, ganz ohne Karton, ne? Yeah. So macht man das! Was für eine Bitch! Was für eine Bitch! Fick dich! Fick dich! Gib ihm Hand! Gib ihm Hand! Was macht die Schlampe noch? Was lebt die denn noch? Boah, danke für den Tipp. Ich hab mir scheiß Schädel weggeschlagen. Danke für den Tipp. Ja, ich schreibe nicht raus. Ne? Aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass ein Kopfschuss nicht reicht. Danke. Dieses Wissen werde ich locker noch brauchen. Dann in der nächsten Folge, Alter, wenn ich dran bin. Was für eine Scheißschlampe. Holy shit, ey. Was ist das für eine Kacke? Vor allem, sie taumelt weg. Nö, kein Bock. Er schießt mir ins Gesicht. Hab ich keinen Bock drauf. Fuck it, Alter. Lacht erstmal nach, ja. Aber zum Glück hat nur die dich gesehen. Also du bist jetzt wieder unentdeckt. Du nimm die Falle mit. Hauptsache das ganze Dorf sieht dich nicht, dann bist du gearscht. Das ist ein ziemlich schwieriger Abschnitt jetzt auch. Schön! Was ist denn? Nimm die Falle mit! Durchsuch oben nochmal Gänge und nimm die Falle mit. Und die Axt. Und die Axt, genau. Ja, die man nur einmal verwenden kann. Einwegäxte. Die ist aber im Nahkampf sehr effektiv, wenn dich einer zu nah anpellt. Du solltest oben nochmal nach Munition gucken. Und die Falle deaktivieren. Ja, ich wollte unten noch weiter gucken. Und die oben die Falle deaktivieren. Ja, das auch. Hat er schon die Falle deaktiviert? Hat er noch nicht. Hat er noch nicht. Ach, apropos, ich sollte mal die Falle deaktivieren. Ja, stimmt. Ja, da war noch eine Falle, die du aktivieren konntest. Ja. Weißt du, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal die Falle deaktivieren. Ja, genau. Du die Bevor Achse du das machen, aber machst... Musst du die Falle deaktivieren. Genau. Ja, genau. Ich weiß ja, wir reden jetzt so viel drüber und ich kann einfach mal unbedacht sein. Ups. Boah, das war richtig ein Wechsel. War schon wieder Stibab Chichi. War lecker, ja? So, jetzt hier nochmal weiter gucken? Nein. Alter, diese blöde Bitch. Alter, ohne Scheiß. Voll die Fresse weggeschossen, Alter. Und immer noch. Ein Viertel des Kopfes. Leg dich erstmal hin, ey. Genau, leg dich unter das Bett. Geh mal da hinten noch weiter, da geht's noch weiter. Wo geht's hier noch weiter? Na, da hinten. Überall. Links, rechts. Everywhere. Ist da noch Everywhere was? I immer, go. Du kannst auch gucken, ob du in die Schränke gucken kannst. Manchmal klappt es. Nee, gar nicht. Nee, da ist. Dann guckst du da rein. Wow, wir sind in einem Schrank. Oh mein Gott. Das wäre so lustig, wenn du einfach mal in einem Schrank verschwindest, aufmachst und dann kommt da wieder einer. Nein, lustig wär's, wenn du in den Schrank reingehst und da ist jemand drin. Lustig wär's, du gehst in den Schrank und wachst auch immer ganz woanders auf und kommst aus einem anderen Schrank wieder raus. Wer ist da? Nicht schießen! Ich bin keiner von denen. Ich bin Doktor. Hallo Doktor. Sie waren vor dem Unfall in dem Krankenwagen, richtig? Ja, wir haben mit Glück überlebt. Haben Sie noch jemanden gesehen? Hier? Meinen Patienten Lester. Ich habe ihn vorlaufen sehen, aber... Kommen Sie her, Lala. Aber bitte leise. Alles wird wieder gut. Guck erstmal nach rechts. Na, ja. Doctor, Doctor, give me the news. I've got a bad case. Jetzt fängt die Singerei wieder an. Das könnten wir auch schon ausordnen. Stress. Guck dir doch mal ein bisschen langsam um. Ganz langsam mit dem Stick. Dann siehst du, sehen Sie welche? Diese Dinger haben mich den ganzen Weg ins Dorf verfolgt. Mich auch. Die sind hier überall. Man, der hat einen Spitzhacke, Alter, wenn er dir die in den Kopf rammt. Ging durch dieses Tor. Das Tor? Ach, das Tor! Das, was wir gerade zugemacht haben. Einer von uns könnte sie weglocken, während der andere das Tor öffnet. Sie sind der mit der Waffe. Musst du also, was darfst du machen? Guck mal, das ganze Ding ist Zombie verseucht, Alter. Überall. So, wie ist jetzt der Plan? Ich bin da mit der Waffe. Ich knall die jetzt alle weg, oder was? Was war das denn jetzt? Was hat er gerade gemacht? Was war das? Wahrscheinlich hat er Scheiße gebaut. Hört sich an, als ob er sich irgendwo im Tor eingeklemmt hätte. Ich glaube, weil du zu langsam warst, hat er das ins Gesicht gekriegt. Na, ist jetzt Ritter weiter. Ja, es war so. Also er lenkt sie ab. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich die wegknallen? Musst du jetzt mal durchschleichen irgendwie, ne? Ich muss da irgendwie rüberkommen. Hier! Hey! Hier drüben! Der lenkt die jetzt hier ab. Geht es lang. Du sollst zu dem Tor gehen. Das heißt, ich muss da rüberklettern. Naja, du musst da schon irgendwie ja, lang gehen. Ja, guck mal, es sind schon 20 Minuten da rum. Auf dem Balkon stehen bleibst, passiert nicht viel. Ja. Wie komm ich da rüber? Lauf weg, Dr. Who! Lauf weg! 10 Sekunden. Wie komm ich da rüber? Geh doch wieder da rechts mal irgendwo lang und guck doch einfach mal.
Ja. Guck doch einfach. Ist runter, da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Geh doch mal durch die Tür durch. Ja, nimm doch mal die Tür. Da, genau die Tür. Da musst du X drücken, dann geht die auf. Genau. Siehst du, ist saufen jetzt. Und jetzt hast du glücklicherweise das Glück, dass die Folge zu Ende ist. Drück auf Pause. Drück mal auf Pause. Und das war's. Wir sehen jetzt gleich Jason. Ich bin dran, ich bin dran. Er freut sich schon. Ja, er ist richtig gut Feedback drauf. Und in die Kommentare. Ja. Daumen nach oben. Das mach Pause.